Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Und zwar, ich hatte vor knapp 6 Jahren mal ein Video erstellt, wie ihr denn ein 2D-Bild in 3D umwandeln könnt für Cinema 4D. Das ist zwar schon ein bisschen her, allerdings wird es echt noch gut besucht und ich habe jetzt öfter mal Anfragen bekommen, beziehungsweise viele Leute fragen halt immer dasselbe, wie ich denn dieses und jenes erstelle. Deswegen hatte ich mir gedacht, beziehungsweise ich wurde halt natürlich gefragt, ob ich denn nochmal eine geupdatete Version rausbringen kann. Und deswegen hatte ich gedacht, okay, ich zeige euch nochmal von A bis Z, wie ihr denn ein 2D-Bild in 3D konvertieren könnt und das dann auch noch einen Text hinzufügen könnt und das halt loopen könnt, damit ihr es als Logo benutzen könnt. Oder was auch immer ihr haben wollt. So, als erstes braucht man natürlich ein Bild. Ihr könnt eigentlich alles nehmen. Ihr könnt ein Bild malen, zeichnen und dann einscannen. Ihr könnt es in Photoshop erstellen. Ihr könnt es in irgendeinem GIMP irgendwas erstellen, wie ihr wollt. Ich habe es da einfach halber einfach mal irgendwas im Internet gefunden und zwar unser Batman-Logo. Und ja, deswegen zeige ich euch mal, wie ihr das denn in Cinema bekommen könnt. Und zwar erstmal müssen wir das Bild vektorisieren, nennt sich das. Heißt, wir wollen, dass es eine Linie ist, also ein Spline wird im Endeffekt. Deswegen, ich benutze hier für Adobe Illustrator. Ich weiß, kostet ein bisschen Geld. Deswegen habe ich euch in der Videobeschreibung mal einen Link verlinkt, kann man sagen, wie ihr kostenlose Alternativen, also dass es da kostenlose Alternativen gibt, die ihr halt nutzen könnt. Wie gesagt, guckt mal rein, vielleicht findet ihr da irgendwas. Ansonsten, wenn ihr Illustrator habt, ist natürlich umso besser, weil das ist natürlich wirklich easy, kostet aber halt ein bisschen Geld. So, wenn wir jetzt beispielsweise Illustrator sind, dann können wir auf Alt drücken und dann reinzoomen. Wie ihr sehen könnt, hat es Pixel. Also ist ja egal, welches Bild ihr habt, das besteht immer aus Quadraten. Also wenn ihr im Bild extrem reinzoomt, wird es natürlich immer verpixelt. Ich meine, gut, ihr kennt das System, also warum, was erzähle ich euch da? Aber wir wollen es halt, dass es nicht als Pixel ist, sondern als Linien. Deswegen folgendermaßen, wir drücken auf unser Bild, damit wir es selektiert haben. Dann gehen wir auf Objekt, gehen auf Bildzeichner, gehen auf Erstellen. Und je nachdem, wie groß euer Bild ist, dauert es ein paar Sekunden. Bei mir ist es jetzt fertig. Und wenn wir jetzt hier reinzoomen wieder, sehen wir, das sind alles perfekte Linien quasi. Also es ist alles scharf. Das heißt, ihr könnt auf DIN 1 drucken, auf irgendwelche Hauswände, was auch immer. Das bleibt dann halt immer scharf. So. Genau. So, als nächstes wollen wir uns das speichern. Einfach nur, wir gehen auf Datei, gehen auf Speichern unter und nehmen unseren Pfad, wo wir es haben wollen. Hier Desktop zum Beispiel. Speichern. So, und jetzt fragt mich nicht warum. Ja, aber nicht als aktuelle Version speichern, also 2020 bei mir, ihr habt vielleicht 2019 oder so. Fragt mich nicht warum, weil wenn ich es in Cinema öffnen will, sagt hier unbekanntes Format. Also wie gesagt, wenn ihr Ahnung habt davon, warum das so ist, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, weil ich habe eigentlich auch eine relativ aktuelle Version von Cinema, also die R20. Aber naja, gut. Deswegen nehmen wir einfach mal Illustrator 8. Ist eigentlich auch nicht so wichtig. Er sagt natürlich alte Version, aber ist egal im Endeffekt. Und jetzt haben wir es gespeichert. So, jetzt können wir das Ganze minimieren. Und jetzt wollen wir uns unsere Datei, die wir haben, wollen wir in Cinema 4D einfach per Drag and Drop reinziehen. So, er sagt jetzt halt ein paar Sachen, die wir, ob wir die haben wollen, also zum Beispiel verbinden oder kopieren. Also im Endeffekt ist es nur zur Ordnung gedacht, also ändert nichts am Projekt an sich selber. Einfach nur, ob da halt eine Gruppe erstellt haben wollte. Deswegen mache ich mal ja. So, und voilà, hat er unser Spline, so wie es halt ist, erstellt. So, und wie wir sehen können, hat er hier halt jetzt das schön ordentlich gruppiert. Jo, also, und zwar, wir können es jetzt eigentlich erstmal alles rausmachen wieder. Und zwar als erstes können wir uns diesen Rahmen löschen, weil das ist quasi das Papier, was er halt hat. Das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt haben wir zwei. Das heißt, es ist zweimal dasselbe, weil er hat natürlich uns vorne und hinten erstellt.
Wenn wir das jetzt halt bewegen, sehen wir hier, okay, es sind zwei gleiche Symbole, also einmal vorne, einmal hinten. Eigentlich auch völlig egal, weil wir brauchen nur eins, deswegen löschen wir uns das eine. Und nehmen wir das, dann nehmen wir uns einen Extrude-Nurb hier, packen uns das Pfad in den Extrude-Nurb rein und sehen wir, okay, haben wir schon 3D erstellt. Jetzt machen wir natürlich nochmal, ich sag mal 1 beispielsweise. So, und das sieht schon mal ganz gut aus. Und im Großen und Ganzen war das Ganze, also ihr könnt alles nehmen, ist eigentlich völlig egal, was für ein Symbol ihr nehmt oder was für ein Logo ihr nehmt. Also wie gesagt, das Prinzip ist dasselbe. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie ihr das mit Text versehen könnt und nochmal loopen könnt. Und zwar weil ich hatte halt öfter mal die Anfrage, okay, wie ich das, weil ich hatte, oh Gott, ey, das weiß ich nicht. Ich glaube, mein zweites Logo, das ich hatte, war so ein Drache oder so. Da hatte ich vorne ein Design stehen und hinten ein Design stehen. Und das hat sich gedreht. So als Logo damals hatte ich das, weil das ging ja noch bei den Videos. Also einfach reinzufügen. Und da wurde ich halt gefragt, okay, wie habe ich das gemacht beim Text damals? So, deswegen gehen wir auf Mode Graph, gehen auf Mode Text. Dauert es ein bisschen, weil das Ding ist groß, weil jetzt haben wir natürlich unser Logo sehr klein gemacht. Dabei ist ja eigentlich egal, deswegen ziehen wir unser Text auch ganz klein. Dann gehen wir hier auf unser Text, schreiben rein, was wir haben wollen. Also beispielsweise ID Signish. So. Dann wählen wir uns noch einen passenden Font aus. Dauert es ein paar Sekunden, bis es geladen hat. Wählen wir irgendwas Dickes, beispielsweise sowas hier. Und unseren Text machen wir ein bisschen tiefer. Machen wir mal beispielsweise 1. Ja, okay, 1 ist okay. Und okay, aber das ist nicht klein, sondern das D ist groß. Also I klein und dann D seine. So, jetzt haben wir folgende Sache. Und zwar, wenn wir unseren Extrude haben, weil wir wollen es halt zentrieren. Also wir haben jetzt unser Extrude, das ist auf der Achse 0, das ist schon mal gut an sich. Den Text haben wir auch relativ auf der Linie hier, auf der 0 quasi. Wir können jetzt beispielsweise auf X mal auch auf 0 gehen. Dann haben wir das halt alles zentriert auf 0 und 0. Jetzt ist allerdings, wenn wir auf den Pfad gehen hier, auf unser Logo, ist es natürlich nicht 0, weil das haben wir einfach so eingefügt. Deswegen gehen wir hier einfach auf die Y-Achse 0 und die X-Achse 0. So, und dann nehmen wir uns nochmal unser Eindesignisch, unser Text, den machen wir ein bisschen kleiner. So ungefähr. Dann ziehen wir den nochmal passend. Gucken wir mal, wie das ausschaut. Okay, machen wir doch vielleicht ein bisschen größer. Machen wir dann doch 1,5 quasi, ja. So, ich denke, das sieht doch schon mal ganz nice aus. Okay, ja. Okay, das sieht doch schon ganz cool aus. Okay, dann kopieren wir uns den. Erst da geht C und V. Und jetzt wollen wir uns den drehen. Wenn du das machen würde. So. Und zwar drehen wir uns den, voilà, auf 0 machen. Und jetzt wollen wir den natürlich gedreht haben, also wollen auf 180 haben, weil wir wollen ihn natürlich gespiegelt haben. Deswegen, also gehen wir hier bei H auf 180 und ziehen uns das hier in die Mitte und dann ziehen wir uns das Gut-Ding hier einfach auf die andere Seite. So, dann gucken wir aber auch per Augenmaß, okay, passt es so in etwa, also von der Breite, weil hier beispielsweise, okay, ihr könnt auch mittlere Maustaste, könnt hier auch die verschiedenen Perspektiven nehmen. Ja.
Okay, so sollte es eigentlich passen. Okay, machen wir. Gut, ich will jetzt nicht so viel Zeit verschwenden damit, aber im Endeffekt sollte es ganz so gut aussehen. Okay, machen wir das doch ein bisschen rein. Okay, so. Dann machen wir uns unsere Zentralperspektive so und voilà, jetzt haben wir im Endeffekt unser Logo. Also so wie ihr mich das gewagt habt, den Text vorne und den Text gespiegelt hinten. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie ihr das drehen könnt, dass ihr das loopen könnt. Und zwar, wir gehen hier, also wir markieren hier alles, machen ein Nullobjekt rein, das heißt Alt und G, damit es halt zum Null wird. Das heißt, ihr könnt das Null an sich jetzt benutzen. Und dann wählen wir uns erstmal aus, wie viel Frames das denn haben soll. Also einfach nur für euch zur Info. Ihr könnt jetzt bei Bearbeiten beispielsweise auf Projektvoreinstellungen gehen. Dann seht ihr die Bitrate, also wie viele Frames das hat, also wie viele Bilder pro Sekunde. Also bei mir jetzt quasi 25 Bilder pro Sekunde. Das heißt, alle 25 Bilder ist eine Sekunde im Echt, sage ich mal. Also das heißt 25, 1, 50, 2, 75, 3, 104. Also das wäre jetzt 4 Sekunden von vorne bis hinten. Deswegen, ich denke, das ist ganz in Ordnung soweit. Heißt, wir nehmen uns an 0. Und wir wollen es jetzt drehen. Das heißt, ihr könnt es mal einfach so spielen. Wenn wir das jetzt auf der Achse drehen, sehen wir, okay, die H-Achse, die bewegt sich. Also wir können mit Alt und Z immer zurückgehen. Und deswegen machen wir das selber. Also bei H gehen wir beispielsweise, also bei den Koordinationen gehen wir auf, also bei dem Nullobjekt gehen wir auf H. Keyframe setzen, das heißt auf SDRG und dann auf diesen Punkt drücken, damit er rot wird. Dann gehen wir auf Punkt 100, also auf Frame 100 und geben hier mal ein 360 Grad. Heißt einmal eine Drehung. Und drücken wieder SDRG und drauf drücken, damit es rot wird. Wenn wir jetzt wieder auf 0 gehen und Play drücken, sehen wir, okay, es dreht sich. Allerdings ist es immer noch ein bisschen weird, weil er fängt langsam an, wird dann immer schneller und hört dann langsam wieder hinten auf. So, das wollen wir aber nicht. Deswegen, wir haben hier unser. Ups, sorry. Jetzt hatte ich das alles markiert. Unser H. Das heißt, wir gehen rechte Maustaste drauf, Animation. Und gehen auf unsere F-Kurve. Heißt, er hat jetzt unsere Animation aufgemacht, also unsere Rotation. Heißt, wie wir sehen können, ist hier, sehen wir halt, die Kurve fängt halt hier so ein bisschen gerade an, also ein bisschen schmaler und dann wird die halt immer schneller und dann unten wird die langsam wieder zu null, also hört dann langsam wieder auf. Das wollen wir halt nicht, deswegen, wir wollen es eine gerade Linie haben. Heißt, beide sind selektiert, beide Punkte. Und wir haben hier die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Also um das schneller, ihr könnt es halt manuell natürlich erstellen, ihr könnt es halt hier ranziehen. Also wenn ihr das diesen schwarzen Bobble gedrückt haltet, könnt ihr halt das verschieben, wie ihr wollt. Könnt ihr halt so machen. Oder halt ihr geht hier unten, hier oben auf das Symbol Lineal und voilà, hat er das als eigene Linie schon mal automatisch erstellt. Heißt, wenn wir hier auf Punkt 0 gehen und das Play drücken, seht ihr, okay, das ist eine kontinuierliche Animation, die abgespielt wird. Und so könnt ihr das immer in euren Videos verwenden im Endeffekt. Also so hatte ich das damals gemacht. Das heißt, ich hatte das halt irgendwie auf, ich hatte halt meine Animation, 4 Sekunden zum Beispiel, hatte dann halt in meinem Schnittprogramm immer wieder hinten dran gehangen. Heißt, auch wenn das Video fertig ist, dann fängt es ja im selben Punkt wieder an. Also im Endeffekt ist es ein durchgehender Streifen, auch wenn ihr den 2 Stunden lang macht oder so, ist es immer noch dieselbe Animation. Und deswegen ist es halt immer ganz cool, egal ob euer Video 2 Minuten lang ist oder eine halbe Stunde lang ist, könnt ihr das halt immer wieder manuell begrenzen. Das ist, wie gesagt, ganz cool. Und soweit würde ich sagen, dann war es es halt soweit mit dem Tutorial. Klar, ihr könnt es halt natürlich Texturen geben, Lightning geben und sowas. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ja, diejenigen, die mich gefragt haben, ich hoffe, die Frage wurde beantwortet. Ansonsten können wir gerne nochmal in den Kommentare schreiben. Dann gehe ich vielleicht nochmal drauf ein. Ansonsten würde ich sagen, ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr natürlich keine Video mehr verpassen würdet. Ansonsten, wenn ihr sonst noch Fragen habt, egal was, schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Ich kann euch das hoffentlich gerne beantworten. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.